Ja, liebe Mitbürger, liebe Freunde, liebe Patrioten, herzliche Grüße aus dem Spreewald. Und natürlich fühlt sich eine Bürgerinitiative mit dem Namen Zukunft Heimat auf den Plan gerufen, wenn die Volkspartei AfD zur Demo Zukunft Deutschland aufruft. Das haben die Organisatoren vorausgesehen. Herzlichen Dank. Liebe Freunde, gemeinsam mit unseren Freunden aus Hamburg vertreten wir die vielen Initiativen, die seit der Bundestagswahlkampf 2017 gegen die Zerstörung unserer Heimat durch die unselige und unsägliche Regierung Merkel protestieren. Nicht mehr nur im Osten, nicht mehr nur in Dresden, der Stadt, die der Leuchtturm der patriotischen Bewegung in Deutschland ist und die wir herzlich grüßen. Kandel, Bottrop, Nürnberg und eben auch Hamburg beweisen, dass sich überall der Protest gegen die Preisgabe unseres Landes und gegen die Auflösung unseres Volkes formiert, auch im Westen und unter schwierigen Bedingungen. In Cottbus demonstrieren wir seit einem Jahr unter dem Motto Grenzen ziehen. Anlass war ein Angriff auf einen Junggesellenabschied, ein Angriff von vorgeblichen Syrern, bei dem mehrere junge Deutsche verletzt wurden. Und es illustriert das ungeheuerliche Staatsversagen unter Merkel, wenn wir als Bürger für die Beachtung des Grundgesetzes und für die Einhaltung geltender Gesetze auf die Straße gehen müssen. Liebe Freunde, ja, Merkel muss weg, aber damit ist es noch nicht getan. In Cottbus leben 15% aller in Brandenburg als Flüchtlinge registrierten Asylanten. Keine Stadt in Brandenburg hat mehr aufgenommen und folgerichtig zeigen sich die Probleme der unkontrollierten Masseneinwanderung in Cottbus besonders deutlich. Der öffentliche Raum ist unsicher geworden. Immer wieder gibt es Angriffe vorgeblich Schutzsuchender auf Einheimische, oftmals bewaffnet. Bereits Ende 2015 wurde eine Rentnerin ermordet und derzeit läuft der Prozess gegen den zur Tatzeit natürlich minderjährigen syrischen Angeklagten. Ein besonderer Brennpunkt, liebe Freunde, und wir reden über die Zukunft Deutschland. Ein besonderer Brennpunkt sind die Schulen. In bereits zwei Klassen haben mehr als 50% der Schüler Migrationshintergrund. Die Spannungen nehmen zu, Sprachmittler sind nötig, häufig fehlt es an Personal. Wiederholt berichten uns Eltern und Jugendliche über Bedrohungen, Beleidigungen und Gewalttaten von Migranten gegen einheimische Schüler. Und sie wenden sich an uns, weil sie sich alleine gelassen fühlen. Ein Schüler schreibt uns, und ich zitiere aus seinem Schreiben: Ich bin Schüler in Cottbus, Sachsendorf. An unserer Schule haben etwa 25% der Schüler einen Migrationshintergrund. Tendenz steigend. Ich möchte betonen, dass nicht alle von ihnen krampfhaft Streit suchen, aber es sind die wenigsten, die es nicht tun. Und alles, was innerhalb des letzten Jahres vorgefallen ist, wurde der Öffentlichkeit vorenthalten. Ein Fall zum Verständnis. Wir standen in einer unserer Hofpausen, wie immer in unserer Ecke, als ein Syrer mit seinem Fahrrad fast in uns hineinfuhr, und zwar absichtlich. Wir wichen zur Seite und einer aus der Gruppe fragte, was das solle. Der Syrer reagierte sofort aggressiv, griff mit der Hand in die Jackeninnentasche, sodass es schien, als habe er ein Messer dabei. Nach unserer Aufforderung, er solle das Messer stecken lassen, sagte er: Warum soll ich? Ich scheiß auf euer Deutschland, scheiß Nazis. Und Freunde, und mit dieser Bemerkung nahm er sein Fahrrad, um wenige Minuten später mit einem Teleskopschlagstock in der Hand herumzufuchteln. Ich bin immer noch bei dem Brief von dem Schüler aus Cottbus. So kann es nicht weitergehen, schreibt der Schüler. Man hat manchmal sogar schon Angst, früh in die Bahn zu steigen, weil man nicht weiß, was den Tag über allein in der Schulzeit passieren kann. Selbst auf dem Weg zur Schule kommt es manchmal zu ersten Konflikten. Zitat Ende.
Laut Vera-8-Erhebung aus dem Jahr 2016 kann die Hälfte der Brandenburger Schüler im 8. Schuljahr nicht rechnen. Dafür wurde aber in der Lausitzer Kleinstadt Luckau ein Lied mit den Schülern geübt, in dem Strophe für Strophe die Leistungen verschiedener Völker gelobt werden, um im Kehrreim zu enden: Nur deine Arroganz ist deutsch. Liebe Freunde, wer zulässt, dass unsere Schulen so herunterkommen und dass unsere Kinder im eigenen Land verfolgt werden, vergeht sich an unserer Zukunft. Und das empfinden immer mehr Deutsche. 2018 kommen weitaus mehr Menschen zu unseren Demonstrationen als 2017. Inzwischen sind es Tausende. Viele demonstrieren erstmals und viele treibt ausdrücklich die Sorge um ihre Kinder und Enkelkinder auf die Straße. Liebe Freunde, dieses Erstarken einer patriotischen, außerparlamentarischen Opposition ist nicht weniger wichtig als der Einzug der AfD in den Bundestag. Denn so sehr wir uns über die grandiosen Auftritte der AfD-Fraktion im Plenarsaal und über ihre lebendige Oppositionsarbeit freuen, auf sich alleine gestellt kann die AfD ihre Aufgabe nicht erfüllen. Denn, liebe Freunde aus der AfD und lieber Bundesvorstand der AfD, von der AfD erwarten wir Deutschland als Heimat der Deutschen und als souveränen, freien und sozialen Nationalstaat zu verteidigen und womöglich wiederherzustellen. Nichts weniger. Und Freunde, diese Aufgabe wäre selbst mit der Wahl von Alexander Gauland, der überfälligen Wahl zum Bundeskanzler, nicht beendet. AfD und Bürgerbewegung gehören zusammen. Eine erstarkende patriotische Bürgerbewegung wird helfen, den überfälligen Regierungswechsel herbeizuführen. Vor allem aber ist die Bürgerbewegung für das auf längere Sicht entscheidende Umdenken in Deutschland nötig, für die geistige Wende. Und ein bemerkenswerter Hinweis darauf, dass ein Umdenken tatsächlich begonnen hat, ist die Erklärung 2018, genauer ihre unerwartet große Wirkung. Und dem Dank an die Initiatoren um Vera Lengsfeld sei die Aufforderung hinzugefügt: Dem Dank an Vera Lengsfeld und die Initiatoren sei die Aufforderung hinzugefügt, die Erklärung als Petition an den Deutschen Bundestag online zu unterstützen. Unsere außerparlamentarische Oppositionsbewegung, die APO 18, wie David Berger sie nennt, ist nicht etwa die Fortsetzung der 68er APO, sondern ihre Widerlegung. Sie ist getragen von der Wiederbesinnung auf Heimat, Freiheit und Tradition. Sie ist getragen von der Wiederbesinnung auf das uns Eigene. Wir, die Deutschen im Jahr 2018, sind uns unserer Geschichte bewusst. Wir gehen nicht geneigten Hauptes. Wir wollen nicht über, aber auch nicht unter anderen Völkern sein, wie es Bertolt Brecht in der Kinderhymne formuliert hat. Wir gehen aufrecht. Und deshalb, liebe Freunde, demonstrieren wir, so wie heute. Und diese Demonstrationen sind wichtiger, als selbst manche Freunde denken. Sie sind Leuchtpunkte, die den Zustand unseres Landes beschreiben und Orientierung geben. Sie sind Knotenpunkte unserer Vernetzung. Und sie sind Kontrapunkte, denen wir den Eliten entgegensetzen, die uns Tag für Tag ihre Geringschätzung spüren lassen. Und können wir auch die Verantwortlichen für die heute so bedrohliche Lage noch nicht in die Wüste schicken oder vor Untersuchungsausschüsse und Gerichte stellen, so können wir ihnen doch zumindest zurufen: Wir sind immun gegen euer Gift. Wir verweigern uns eurem Gesellschaftsexperiment. Wir sind das Volk und wir wollen das Volk bleiben. Liebe Freunde, wenn wir als Zukunft Heimat und für die Zukunft Deutschland demonstrieren, so sind wir von einer Zuversicht getragen, die den volksvergessenen Altparteien, der heuchlerischen Zivilgesellschaft und den gottverlassenen Amtskirchen abhanden gekommen ist. Wir haben die Zuversicht, unser Land zu bewahren und zurückzuholen, wo es verloren gegangen ist. Und wir haben keinen Zweifel, dass unser Volk genügend Kraft und Begabung besitzt, um sich zu behaupten, wenn es nur seinen Selbstbehauptungswillen wiedergewinnt. Und wie viel Verbindendes
Wie viel Verbindnis in dieser Zuversicht liegt, beweist die heutige Demonstration mit Rednern aus Ost und West, Alternative, Mitte und Flügel, Volkspartei und Bürgerinitiativen. Der Anfang ist gemacht, gehen wir ihn weiter. Wäre es nicht großartig, mit noch mehr Verteidigern unserer Heimat im Herbst erneut hier in Berlin zu demonstrieren, mit AfD und Pegida, mit Bloggern und alternativen Medien, mit Bürgerinitiativen und 1%? Liebe Freunde, nutzen wir die in uns innewohnende Vielfalt als unser Vermögen, dann haben wir allen Grund zur Hoffnung, und Hoffnung ist Pflicht. Zukunft Deutschland, auf ein neues. Ich danke euch.